Das Bild von der Dose mit Tomatensuppe, das hängt wohl in vielen Küchen. Sein weltbekannter Schöpfer Andy Warhol. Auch die ikonischen Porträts von Marilyn Monroe in knalligen Farben sind ähnlich berühmt. Weit weniger präsent aber sind die Werke zu einem Thema, das Warhol zeitlebens ebenfalls beschäftigt hat. Die Darstellung von Begehren, von Schönheit, von Sexualität. Die Neue Nationalgalerie in Berlin widmet genau diesem Aspekt jetzt eine Ausstellung. Es ist der junge Warhol, den die Besucher zuerst sehen und nicht der bekannte Pop-Art-Künstler mit hellem Strubbelhaar. Diese Warhol-Ausstellung sei einzigartig, versprechen die Kuratoren. Sie zeige die persönliche, homoerotische Seite des Künstlers. Es hat sich herausgestellt, es ist ein roter Faden von den 40ern, von frühen Zeichnungen, wo er mit Hand junge, hübsche Männer, junge Münder, junge Penisse gemalt hat, gezeichnet hat. Und das dann weitergeschaffen hat in seinem Werk durch Film, durch Fotografie und durch Malerei und Drucke. Erst fotografierte er sein Motiv, dann wählte er ein Bild aus. Das wurde zur Vorlage, wie hier für das Plakat für den Fassbinder-Film Kerel. Seine Eltern stammten aus der heutigen Slowakei. Der katholische Glaube war wichtig, das Thema Homosexualität vermutlich schwierig. In den 50er und 60er Jahren drohten deshalb Strafen. Warhol versteckte diese Werke zwar nicht, aber gezeigt wurde vor allem seine Pop-Art-Kunst. Ich glaube, dass wir heutzutage die Offenheit haben, Warhol auch ganz in seiner Ganzheit zu sehen, auch den persönlichen Warhol zu sehen, auch den Warhol zu sehen, der eigentlich ein Pionier in den 50er, 60er, 70er Jahren war, wo die Gesellschaft noch nicht so weit war, so etwas einfach auch an sich heranzulassen. Legendär seine Plattencover. Mit Mick Jagger war er befreundet, er fotografierte ihn ausgiebig. Warhol inszenierte sich auch selbst mit Perücke und Schminke. Das Queere inspirierte ihn Zeit seines Lebens, er wurde nur 58 Jahre alt.